Hallo, hallo aus der Cinema-Redaktion. Ich weiß, Sie haben ganz, ganz lange darauf gewartet und jetzt ist es endlich wieder soweit. Die neue Cinema ist am Kiosk erhältlich und unser Titelthema haben wir Christian Bale gewidmet, dem Ex-Batman-Star. Dieses Mal hat er einen neuen Film am Start, Auge um Auge. Ein wirklich an die Nerven gehendes und an die Nieren gehendes Charakterdrama, Schauspielkunst auf ganz, ganz hohem Niveau. Dazu haben wir ihn exklusiv fotografiert und auch natürlich gesprochen. Ein großes und langes Interview haben wir hier im Heft für Sie. Der verrät unter anderem, warum American Psycho für ihn eigentlich eine Komödie ist. Also, so viel sei schon mal verraten und die Antwort finden Sie jetzt hier im aktuellen Heft. Darüber hinaus haben wir natürlich noch viele, viele andere Themen, unter anderem anlässlich des Todes von Philip Seymour Hoffman, der uns alle sehr erschüttert hat. Haben wir uns mal andere Stars angeguckt, die an ihrem Ruhm zerbrochen sind, weil sie mit Drogen hantiert haben, zum Beispiel, und dadurch dann gestorben sind. Das ist auch sehr, sehr interessant, worin da die Gründe lagen. Zudem halten wir natürlich alle Kino-Neustarts wieder für Sie parat. Dann DVD-Tipps. Als Legende haben wir Charlie Chaplin uns mal angeguckt und ausgiebig gewürdigt. Und unsere Lesereise geht in diesem Jahr gleich zweimal an den Start. Also Sie können mit uns nach LA fliegen und erfahren da so einiges über die Traumfabrik und kriegen ziemlich exklusiven Zutritt zu vielen, vielen Veranstaltungen. Also das und noch viel, viel mehr erwartet Sie im aktuellen Heft, prall gefüllt. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß beim Lesen und natürlich wünsche ich Ihnen viel Spaß weiterhin im Kino. Viele Grüße aus der Cinema-Redaktion.